Ja, hallo. Hier sind's wieder. Wir wollten nicht weiter stören, aber wir dachten, wir spielen nochmal Phasmophobia und da könnt ihr ja dann gerne mal wieder zuschauen. Und ja, wir hatten uns vorgenommen, oder ich hatte uns vorgenommen, dass wir heute in die Schule gehen und dann in den Knast. Das ist ja der normale Werdegang. Erst von der Schule fliegen, dann in den Knast kommen. Unsere Aufgaben hier, sag ich mal, vernachlässigen wir mal erstmal. Weil da war jetzt nichts wirklich Lustiges dabei. Achso, Moment, wo ist Strom? Mhm. Scheiße, unten nicht. Oben links, Treppe hoch und dann, oje. Oje, ja. Ja gut, aber würde ich, da ich linke Seite ist ja meine Seite, da gehe ich dann mit dem Temperaturding direkt rein. Ja, da war es passiert. Mhm. Aber gut, das ist ein schönes Rückenfoto von dir. Aber die Schule ist wahrscheinlich gerade noch so kalt. Ne? 5 ja, Grad. Kannst du ausgehen. Hier müsste der Raum sein. Oder nicht? Ach doch, hier direkt um die Ecke rum. So, Strom ist an. Ich bin ja schnell. Jo. War ja auch nicht so weit der Weg. Ruf mich an. Ich hilft. Vielleicht, ja. Gib uns ein Zeichen. Wie heißt er oder sie denn? Carol Martin. Carol Martin. Gib uns ein Zeichen. Okay. Du hier? Bitte was? Achso. Was ist das? Nee, ich bin oben. Hab ich doch gesagt. Wo bist du? 7 Grad. Bist du hier? Gib uns ein Zeichen. Nee, nee. Weiß nicht. Ich guck mal unten. Gib uns ein Zeichen. Carol Martin. Wir wissen, du bist hier. Leugnen ist zwecklos. Kommen Sie mit erhobenen Händen heraus. Carol Martin. Na komm, jetzt zeig mal was.
zeig dich uns. Das wird wieder hart. Carol Martin. Carol Martin. So, hier geht's ja in den Sporthalle. Ich glaube, da war er noch nie, ne? Also. Nee. Carol Martin. Gib uns ein Zeichen. Carol Martin. So sieht die Tür hier auf. Wahrscheinlich ohne Grund. Bist du hier schon überall gewesen? Sieht so aus. Oder war ich hier? Ja, ich war hier. Okay, unten nicht. Wir haben nicht alles durch. Stimmt. Warte, war da ein Geräusch? Kann das sein? Ich bin mir wohl nicht sicher. Laut Temperatur hier wohl eher nicht. Gib uns ein Zeichen. Ich würde ja sagen, wir sagen einfach, es ist ein Shade und gehen wieder. Ja. Nee, also unten. Ja, warte. Oh. Telefon. Jetzt renne ich in den einzigen Raum rein, in dem kein Telefon drin steht. Ich weiß jetzt natürlich auch nicht, was hier oder was oben. Ist auch schon zu lange her jetzt vielleicht. Nee, das Telefon war so licht dann. Sechs Grad? Okay, hier war's. Zwei Grad, ja. Wo? Wenn du auf der linken Seite reinkommst, direkt rechts rum und dann der erste Raum. Auf der linken Seite reinkommen? Ja, wenn da wo ich immer, mein Eingang, wo ich immer reingehe. Mhm. Ach, da hinten bist du. Komm mal hier. Also da hinten ist der Gang, wo ich von da um die Ecke rum komme ich normalerweise rein. Und hier ist der Raum, wo er drin ist. Ach, der. Direkt am Schreibtisch. Am Pult. So, ich denke mal, ich vermute mal, ich bin inzwischen auf 40 runter oder so. 10. Oh, 35, 40. Ah.
bin auf 22. Hm. Und Dämon ist schon mal nicht. Sehr gut, Sherlock. So, geben wir ihm mal was zu schreiben, wie sich das in der Schule gehört. Ey! Hm? Schmeiß dir mein Buch weg. Ich leg das da hin, er so, schmeiß das zur Seite. Geht's sonst noch? Das ist ein unhöfliches Schulkind. Es gibt einen Brief an die Eltern. Bist du hier? Oh, Tür. Hört wieder nichts. Aber die Tür ist. Und klopft. Fingerabdrücke. Fingerabdrücke. Ah. Hat's geklopft? Ich glaube, es hat geklopft. Nee, hat nicht. Ist ja egal, wir haben ja. Aber Box geht halt nicht. Ja, okay, dann muss ich gucken. So, genau. Fingerabdrücke ist das einzige, was er bisher hatte. Das Buch wollte er ja nicht, hat er direkt weggeschmissen. Aber da bin ich ja hartnäckig. Ich lege es wieder dahin, wo ich es haben wollte. Achso, in Salz ist er auch schon reingetreten. Kann ich das? Ich hoffe, das gilt noch. Oh. Hm? Ich habe gerade gedacht, was ist das denn für ein Geräusch? Da bist du da am Knabbern. Nee, ich bin nicht am Knabbern. Ich musste kurz was hören, dann musste mein Headset absetzen. Ach so. Wenn hier draußen irgendwas komisch ist. Ja, und ich habe gedacht, hier wäre was komisch. Bist du hier? Wo bist du? Gott, ist mir gar. Was willst du? Dort. Bist du ein Kind? Ja. Young. Was ein willst Phantom. Du? Attack. Mhm. Ein Phantom, komm raus. Ja. Attack, klar. Wo hast denn du Fingerabdrücke? Ach, da. Okay, erstmal. Glück gehabt, ey. Das ist überhaupt nichts geworden von den Fotos. Eins ist geworden, das hat die Fingerabdrücke. Unser Glück, ey. So, also wir hatten Box. Wir haben Dots. Und wir hatten Dots oder Orb? Dots. Ja. Und Tom. Und Fingerabdrücke. Ja gut. Aufgaben vergessen wir mal ganz schnell. Das wird mich weiter herausfordern. Nee. Macht doch keinen Sinn mehr. Ich bin noch 45, habe keine Pillen mehr. Mhm. Dann machen wir mal los. Ja, dafür, dass es so lange gedauert hatte, den aufzuspüren, ging es ja dann doch noch ganz gut. Mhm. Welcome back. 120, ja, ist klar. Kaum Fotos, keine Aufgaben. Da kommt da nicht so viel rum. Nee. Also beim Knast gehe ich jetzt als erstes gerade nochmal in diese Essensdings da. Ja, ja, klar. Nicht nur, weil ich Hunger habe. Okay. Wer war bisher bei uns immer dort? Ja. Wahrscheinlich heute gerade nicht, aber. Wahrscheinlich. Ich werde es als erstes austesten. Das
Kannst du gerne tun. Und ich nehme eine Sanatschüssel mit. Ja. Ich gucke diesmal aus, was wir tun, nicht, was wir für Aufgaben machen müssen, sondern jetzt gucke ich erstmal, wo der Strom. Und ganz ehrlich, ich spare mir auch den Fotoapparat. Ja, stimmt. Ja, obwohl. Ja, wegen lieber möglichst viel mitnehmen. Ja, wegen also. Fingerabdrücken ist aber ja auch nicht so schlecht. Ne? Okay, erste Etage wieder in dem hinteren Raum. Auch. Also er war nicht auf Twitch, aber als wir auf Twitch waren. Vielleicht hat der Geist auch einen eigenen Twitch-Kanal, das kann natürlich sein. Müssen die Dinger da so klappern, ey? Was wollte ich denn jetzt noch mitnehmen? Taschenlampe, ne? Jo, oder wird das überbewertet? Wo ist denn Strom? Ja, ich gehe. Ich hab schon fotografiert. Ich bin ja ins Spiegel. Ich gehe schon mal Strom einschalten. Okay, tun Sie das. Warte. Machst du das? Ja, das ist jetzt mal eine gute Frage. Ich bin mir nicht sicher. Aber ich glaube schon. Hatte das von Weitem. Ich konnte das telekinetisch aus 2 Metern Entfernung die Tür schließen. Ich hab's halt drauf. Strom ist an. Was war das? Da ist doch. Ja, ich hab grad was. Es regnet und schneit mal nicht hier. Was ist denn los? Das war doch irgendeine Zellentür, die da. Ui, das sind sogar die Rechner noch an. Das ist ja witzig. Echt, sind die noch an? Das ist ja nicht schlecht. Nicht. Aber was interessiert schon, was ich glaube. Ne? Ich hab vergessen, wo die Kantine ist. Lustig. Ich komme hier gerade auch nicht so richtig weiter. Ach so, ja, hier war der ja auch schon mal. Hier hat man den auch schon mal entdeckt. Aber diesmal nicht. Ich muss erstmal wieder runter. Scheiße, ey. Voll vergessen, wo die Kantine war. Guten Tag. Guten Tag. Bock. Moment mal. Gerade die das Kantine stimmt. Nicht. Aber Moment. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Hier. Naja. 11 Grad. Wo das der andere ist, ist das nicht ein anderer Trakt hier? Mhm. Ist da was gefallen gerade? Nichts gesehen. Ich habe es gehört, meine ich. Nicht. 0,4. Da ging eine Tür wieder. Das ist nicht hier. Nee, es ist entfernt. Ja, aber rechts, ne? Könnte sein, ja. Ich meine ja. -7,9. -9. Da war ich doch. Ah nee, es ist der andere Trakt. Es ist der B oder A. Stimmt, scheiße. So, jetzt müssen wir hier nur vernünftig rausfinden. Oh, scheiße. Was ist denn das? Was macht der da so?
Aua. Da geht's raus, ne? Ja. Also, da rein und links. Ja. Das war die andere Zellen. Dingens. Deshalb sage ich ja, die, mir kam die Kantine auch etwas anders vor, weil bei dem anderen war da eine Tür zu diesem Küchenbereich und hier war der Küchenbereich ja direkt mit in dem. So, Buch, Salz. War auch eine Kamera in diesem Bereich. Ich weiß nur nicht wo. Da. Letzte Pillen. Na super geil. So, jetzt noch hier. Oder ist er jetzt hier reingegangen? Wehe. Ich bin mir noch nicht sicher. Jetzt habe ich hier was gehört. Ich kriege keinen Gefrieratem mehr im Moment. Und ich höre die ganze... Da! Ah, da hat er doch eine Zellentor. Nicht. Hier? Aber... gerade echt nicht. Doch, hier. Gefrierten. Oder? Wieder weg. So, Junge, was machst du? Da liegt ein Buch auf dem Boden. Und jetzt habe ich hier gefrierten, genau. Okay, er geht also eventuell tatsächlich den kompletten Flur hier entlang. Das ist total geil. Echt ein langer Weg, ey. Das ist so unfassbar. Ja. Da im Truck bin, ist er schon nicht mehr in der Kamera. Ja. Ich nehme mal ein Fotoapparat mit drüber. Ich nehme mal beide direkt mit drüber. Fällt da drüben wieder irgendwas? Junge, verarschen können wir uns alleine. Gibt es hier doch keine Gefriertemperaturen. Geist, ich hasse dich. Ah, ja, okay. Ist doch noch in der Nähe. Ich packe beide Fotoapparate auf den Apparate. Auf den Tisch, der direkt am Ende des Ganges ist. Hm. Na toll, letzte Pille schon genommen. Naja. Also ich habe EMF und ich habe noch eine zweite Kamera. Du musst mit ihm reden. Ja, mache ich schon. Ja. So.
wäre hier jetzt nicht schlecht, oder wenn man übrigens mit Rollerskates hier durchfahren könnte. Ja. Ich finde, das sollte zur Geisterjäger-Ausrüstung dazugehören. Jetzt habe ich wieder hier gefrieren. Ja, das ist ja das Problem mit dem. Er kann sich nicht mal für einen Platz entscheiden. Doch, ich hatte eben, die Kamera steht vorne. Da hatte ich Gefrieratem. Aber hier hast du jetzt. Hier ist auch. Ich hab da, wollte gerade sagen, ich habe aber die Atem gesehen. Aber in Salz reintreten ist nicht so seine Art. Ne? Hm. Bist du hier? Wo bist du? Was willst du? Attack. Attack. Hm. Ja. Kommt mal hier raus? Hat wieder irgendwas geschmissen hier. Nee. Ich weiß nicht was. Schade. Was ist daran dran? Interaktion, ja. Warum kommt man hier nicht raus? Zellentür bewegen würde, wäre schön. Stattdessen schmeißt er immer irgendwelche Sachen. Schließe eine Tür. Öffne eine Tür. Hm. Oh oh. Aber ne, jagt ja nicht. Nein. Wo warst du jetzt? Also zumindest keine klassische. Das war ein kurzer Ansatz einer Jagd. Und der EMF ist die ganze Zeit gegangen, aber ich. Das hab ich gehört. Aber ich kann nicht sagen, wie viel. Boah, der ist gerade wild am Schmeißen hier überall. So viel zum Schmeißen gibt es eigentlich gar nicht. Der hier so, findet. Wir haben Gefriertemperaturen, wir haben Box. Onryo Zwillinge Mimik. Was haben wir denn dann nicht? Geisterbuch haben wir nicht. Und Dots haben wir nicht. Nee. Hopp, Fingerabdrücke, EMF. Den Dots hier mal weg. Was schmeißt du denn da immer? Oh. Oh, das war aber eine Tür. Was hier? Scheiße. Sie krabbelt. Scheiße. Oh, ich habe nichts mehr gesehen. Kurz die Taschenlampe an, da stand ich schon vor der Wand. Hm. Ja Mist, so weit gekommen und dann doch wieder gestorben. Ich glaube, ich sehe dich liegen. Ja. Oh, ich sehe mich auch irgendwo liegen. Ah, Menno.
Ärgerlich. Ja, ich hätte sogar noch mal Pillen gehabt. Da ist auch noch mal was geflogen vom Tisch. Zwillinge wären natürlich gut möglich, weil sehr weit auseinander. Was hätte denn kein Orb? Zwillinge hätte kein Orb. Zwillinge oder Mimik? Nix. Fotos? Nee. Ich habe ja nicht viel zu verlieren. Ich entscheide mich für Zwillinge. Einfach mal so aus dem Bauch raus. Mann, hätte ich hier die Tür gefunden. Aber ich hatte das Gefühl, dass die schneller war als ich. Dürfte eigentlich nicht sein, ne? Die war schneller. Echt? Das ist Gemeinheit. Die sind meistens schneller. Gerade wenn du rennst. Ich weiß nicht, ob du gerannt bist. Ja, kurzfristig. Ja, das ist immer schlecht. Ja. Ich nehme Mimik und Gigi. Ah, da macht sie mir die Tür vor der Nase zu. Ich wollte noch in den LKW kommen. Achso, ja, dann... Kann ich mal hinterher winken. Es war ein Zwillinge. Yes. Ich freue ich mich noch für 22 Dollar. Ich habe doppelt so viel. Mehr habe ich auch nicht. Einmal eine Tüte Spaß für 22 Dollar. Ja, komm, dann können wir doch schön eine Willow Street zum Abschluss der heutigen Folge machen. Mhm. Ja, jetzt habe ich auch wieder ordentlich Sachen verloren. Bitte was? Habe ich natürlich auch wieder ordentlich Sachen verloren. Ich habe ja reingetan. Du hast gerade gehackt. Ja, bei mir hackt es wohl. Ja. Okay, dann zum Abschluss eine lockere Willow Street noch. Oh, ich denke, für den Zuschauer durchaus wieder eine interessante Folge. Für mich auch. Wieder interessante Erfahrungen gesammelt. Das Licht am Ende des Tunnels gesehen. Kurze Weg, Geisteszustand über 25 EMF. Okay. Da ist schon gerade was. Oder warst du das? Das war ich dann wohl. Nehme ich zumindest an. Was hast du gefunden? Karoka. Da ist eine Tür im. Nein, oh. Das warst nicht du. Okay, dann war das wohl nicht ich. Ja, ein Knochen. Küche, Bad. Eingang zur Garage. Fingerabdrücke, genau. Ja, super. Eingang zur Garage. Krieg ich hier gerade nichts. Aber muss ja nichts heißen. War nur ein Zweier. Fingerabdrücke. Sehr schön. Ach so, noch vor der Garage. Ich bin okay. Okay, okay.
Gib uns ein Zeichen. Wie geht's jetzt? Ja, das geht ja noch. So. Sprich, Mannequin. Und ja. Nehmen wir einfach mal noch ein Foto mit. Kann man nie genug da. Oh, du bist ganz schön an. Was bitte? Hacken. Ich bin am Hacken. Oh. Da geht eine Tür. Aber läuft nicht durch Salz. Nee, das ist auch jetzt ja an der Toilette, am Klo. Klotür war es. Tür restlichen. Bist du hier? Ja. Wo bist du? Jetzt ist noch eine andere Tür gegangen. Wenn sag mal. Kellertür. Wo bist du? Ah, der ist, der war gerade der Hauch. Der ist gerade an mir vorbeige. Oh, deswegen. Was willst du? Oh! Juhu! Das ist ja der nett. Ist echt gerade voll der Hauch da vorbei. So. Alter, das ist von Tokenmimik. Ne? Stand kurz vor mir. Direkt vor mir. Und ich hatte aber kein Fotoapparat in der Hand. War auch nur eine Sekunde. Verdammt. Gib uns ein Zeichen. Zeig dich uns. Das war ja wieder im Klo. Nö, ja, was war das? Da ist er, dort. Wer huntet? Mann! Ja, du hattest 20%. Oh, ah, nach dem Hauch, ja. Ja. Da hab ich gar nicht dran gedacht. Jetzt macht er die Kellertür auf, nachdem er dich verspeist hat. Ja, danke schön. Ja, dann schauen wir mal, wa? Da liegt der Tod. Dann schauen wir mal. Wie hat man denn schon alles, oder wie, oder was, oder wo? Das Kruzifix noch, das ist Zustand. Was hast du, was haben wir denn noch an Beweis? Ja, Box, ja. Fingerabdrücke. Box, Fingerabdrücke. Dots, okay, die wusste ich noch nicht. Das alte Phantom. Ja. Ja. Ja, gut. Ja, hab ich. Toll. Ich hatte eigentlich gedacht, dass ich wenigstens im letzten Haus hier noch lebend rauskomme. Nee. Interessant. Also, bin ich jetzt in dieser Folge dreimal gestorben? Ist das richtig? Schule weiß ich nicht. Bist du in der Schule gestorben? Nee, in der Schule ist keiner gestorben. Schule ist immer so rausgekommen. Ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall war schwer was los, diese Folge. Deshalb. Ja, wenn euch das gefallen haben sollte, dann lasst uns doch einen Daumen nach oben da. Das hilft uns und freut uns. Und ja, einen netten Kommentar, freuen wir uns natürlich auch immer drüber. Und ja, schaut uns auch beim nächsten Mal dann wieder zu. Bis dahin sagen wir ciao, ciao.